Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast und zum zweiten Teil dieser schönen Funkdoku über das weibliche Online-Dating. Damit hallo Tomate. Jo, hallo Arti, hallo Jungs, Gemüse. Ich hab Bock, also ich muss gleich dazu sagen, hier, genau wie die erste Folge, das wird hier einfach nettes Geplauder. Es wird hier vielleicht auch mal ein bisschen persönlicher als in anderen Videos von uns. Ich meine, das ganze Thema hier ist halt jetzt seicht, nett, eher unpolitisch, aber sind vielleicht hier und da mal politische Schlenker Richtung Feminismus dabei oder so. Also ich freue mich, mir hat es bisher Spaß gemacht. Ja, ich meine, wenn man es jetzt mal höher gestellt formulieren würde, könnte man sagen, so anekdotische Evidenz trifft halt die großen gesellschaftlichen Fragen. Ne? Genau. Apropos Fragen, wir sind jetzt hier bei Community-Fragen in diesem Format irgendwie festgelandet. Mal gucken, was es jetzt hier noch so gibt, ne? Und Genau, dann also die los zwei Mädels geht's. hier stellen sich Community-Fragen richtig. Ein weiterer Tipp. Ich würde halt wirklich sagen, Leute ansprechen. Ich mache selber nicht, aber ich glaube, es kann gut funktionieren, weil wenn ich angesprochen werde, wenn ich vernünftig angesprochen werde, kann es auch voll sympathisch wirken. Ich glaube, es ist voll wichtig, dass man sich einfach traut und entweder sagt die Person so ja oder halt nein, aber es passiert eigentlich nichts Schlimmes. Ah, da muss ich immer einhaken. Also das ist halt aus der Sicht der Frau. Also aus der Sicht der Frau kann dir tatsächlich nichts Schlimmes passieren, meiner Meinung nach. Also weil die meisten Typen sich eher extrem geschmeichelt werden fühlen, wenn sie angesprochen werden, weil das halt selten passiert. Aus Männersicht auch Ja. da in der Regel würde jetzt nichts Schlimmes passieren. Aber natürlich, also Frauen können auch sehr, sehr brutal sein, muss ich tatsächlich sagen. Also man muss sich auch drauf gefasst machen, dass Frauen auch manchmal krass reagieren können. Also ich hatte schon mal eine, die habe ich, ich weiß noch, die habe ich im Club angesprochen. Und ich hatte halt, ganz ehrlich, ich habe die gefragt, wie heißt du? War jetzt echt kein interessanter Spruch oder so, aber ich dachte mir, meistens ist es ja so, Hauptsache du sprichst sie überhaupt an, da ist es egal, wenn sie dir sympathisch ist oder wenn man sich gegenseitig sympathisch ist, was man sagt, eher wichtig, wie man sagt, so. Jedenfalls hat die mich so schief angeguckt und so übelst, was war das Wer jetzt und bist du so. denn so, ja? Also, ja, weißt du, hat mich so halb ausgelacht. Also, so ein, zwei Mal ist mir sowas tatsächlich passiert, dass eine so übelst negativ reagiert hat, weißt du? Ich muss auch sagen, ich bin da in einem gewissen Zeitgeist lügend, würde ich es mittlerweile behaupten, auf den Leim gegangen, die gesagt haben, naja, also Männer und Frauen sind gleich, also Männer quatschen Frauen an und Frauen quatschen halt auch Männer an. Bullshit. Letzteres passiert halt, ja, letzteres passiert halt, wenn du ein Einhorn findest, so, weißt du? Also lächerlich. Ja, Und absolut. ja, du denkst dann, naja, komm, die wird mich schon anquatschen und so. Es passiert halt gar nichts. Also du musst Nee. halt dein Mann stehen und deswegen. Auf jeden. Also, ja, nee. Ich Es kenne ist halt eine wirklich. einzige Person, die mal angequatscht wurde, aber das ist auch so ein Typ, der sowieso, der zieht die Frauen eh magisch an. Ich verstehe eh nicht, wie er das macht. Also Aber so Hollywood-mäßig, so ein Hollywood-Stars sinngemäß. nicht mal, nicht mal. Ich finde, er sieht überhaupt nicht wie ein Hollywoodstar aus, aber der ist halt Okay. einfach gut. Er ist halt einfach sehr männlich, also sehr klischee-männlich, weißt du? Der muss nicht viel trainieren, ist halt muskelbepackt, groß, wirkt irgendwie so derb, keine Ahnung. Und der wird tatsächlich öfter mal von Frauen angesprochen. Aber sonst habe ich das nie bei einem anderen Kumpel und bei mir schon gar nicht erlebt. Ja, krass. Also, interessant, Mehr Tipps für interessant. Männer, wie man. Ja, okay, so, jetzt kommt die nächste Frage. Passiert eigentlich nichts Schlimmes. Habt ihr Tipps für Männer, wie man überhaupt Dates per Online-Dating bekommt? Ich habe auch mitbekommen, dass es für Männer manchmal, glaube ich, frustrierender ist auf Dating-Apps. Der Haupttipp ist, überlegt mal, setzt ihr euer Profil so auf, wie es anderen Männern gefällt oder wie es Frauen gefällt? Weil ich habe das Gefühl, viele Männer haben das gar nicht so im Kopf, was Frauen da jetzt vielleicht sehen und lesen möchten. Okay, liebe Männer, aufgemerkt, jetzt bekommt ihr die Anleitung, was Frauen wollen, wie dieser eine wunderschöne Film hieß. Jetzt wird's ernst. Ja. Mitschreiben, Zettel raus, Stift raus, auf geht's. Ja. Weil letztendlich, egal mit welcher Freundin ich spreche, es ist so, es muss keine 10 von 10 sein, aber wenn die Bilder sympathisch Lüge. rüberkommen, wenn die Interessen stimmen, wenn da Lüge. irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen Humor rüberkommt, dann bekommt ein Typ sehr schnell ein Like. Ja, und halt wirklich auch mal fragen, muss es unbedingt das Saufbild aus Ah, Mathe sein? sorry, also dann bekommt ein Typ sehr schnell ein Like. Ich halte das ehrlich gesagt für eine nette Lüge von ihr. Also das ist vielleicht so, wie sie sich die Welt vorstellt, aber so ist es einfach nicht. Also ich war auf solchen Dating-Apps, Kumpels von mir waren auf solchen Dating-Apps und alle haben mir bestätigt, als Mann, es ist schwer,
dort was zu bekommen. Also wenn du richtig, richtig gut aussiehst, klar, dann läuft das schon eher. Aber ansonsten kommt da einfach nur im Kleckerverfahren was rein. Also da gibt es immer wieder... Was war Ihre Begründung? Können wir die mal hören? Ich habe halt blöd reingekriegt, das tut mir leid. Eine Begründung hatte sie gar nicht. Sie hat nur gemeint, man soll darauf achten, ob man jetzt das Profil auf einen Mann oder eine Frau zuschneidet. Genau, und dann hatte sie so ein Beispiel, aber da habe ich ja reingekriegt. Nee, hatte sie nicht, aber warte. Egal, mit welcher Freundin ich spreche, es ist so, es muss keine 10 von 10 sein, aber ja, wenn wir gehen nochmal vor, ich bin zu lange. Nee, das war die Stelle. Egal. Ach so, okay. Es passiert eigentlich nichts Schlimmes. Habt ihr Tipps für Männer, wie man überhaupt Dates bei Online-Dating bekommt? Ich habe auch mitbekommen, dass es für Männer manchmal, glaube ich, frustrierender ist auf Dating-Apps. Der Haupttipp ist, überlegt mal, setzt ihr euer Profil so auf, wie es anderen Männern gefällt oder wie es Frauen gefällt? Weil ich habe das Gefühl, viele Männer haben das gar nicht so im Kopf, was Frauen da jetzt vielleicht sehen und lesen möchten. Weil letztendlich, egal mit welcher Freundin ich spreche, es ist so, es muss keine 10 von 10 sein, aber wenn die Bilder sympathisch rüberkommen, wenn die Interessen stimmen, wenn da irgendwie, weiß nicht, ein bisschen Humor rüberkommt, dann bekommt ein Typ sehr schnell ein Like. Okay. Also ein bisschen sympathisch, ein bisschen Humor, also konkrete Tipps waren das für mich jetzt gar nicht. Ja, also gut, Humor kann sich aus dem Schreiben, glaube ich, ergeben, nicht aus dem Profil, oder? Ja, vielleicht aus dem Spruch, den man im Profil stehen hat. Weißt du, kannst ja auch so kleine Sprüche da reinmachen, ja, okay, bei Bumble und Tinder. Ja. Und vielleicht auch ein Stück weit sogar aus den Bildern, dass man vielleicht eine Pose hat, die ein bisschen lustig ist oder so, eine lustige Situation. Eine Grimasse schneidet, was weiß ich. Ja, das ist wieder die Gratwanderung zwischen, er ist lustig und er ist halt so ein Clown-Typ. Ja, weißt du? genau das. Und ja, und nochmal. Also, was heißt denn das jetzt, bitteschön? Und das, ja, und nochmal, das ist sehr schnell, wie Zitat, passieren kann, dass ein Typ ein Like bekommt. Ja, sehe ich tatsächlich nicht so. Ich wollte nämlich nochmal drauf eingehen, es gibt ja auch einfach Statistiken zu dem Thema. Das finde ich halt immer wieder super spannend. Man kann ja auf solchen Dating-Plattformen super gut auslesen, rein mathematisch, wie Männer Frauen liken und wie Frauen Männer liken. Mhm. Und wie Männer Frauen liken, ist halt so eher wie eine Normalverteilungskurve, wie jetzt so eine IQ-Kurve, kennst du ja, so in der Mitte viele und dann rechts, also wenige ganz hoch eingeschätzt, wenige ganz niedrig, so und die meisten in der Mitte. Und bei Männern ist das sogar aber eher noch ins Positive geneigt. Also Männer tun wenige Frauen, vielleicht 30% als wirklich hässlich empfinden und die meisten als gut. Und ja, bei den Guten ist es dann so mittelverteilt. So wie Männer, wie Frauen Männer einschätzen, das ist halt völlig utopisch. Jenseits also, von Gut und Böse. Ja. Jenseits von Gut und Böse. Also 10 von 10 Punkten, Mann, 10 von, der 10 von 10 Punkten kriegt, das sind vielleicht, was weiß ich, 2% aller Männer werden von den Frauen als 10 Punkte eingeschätzt. Dann 9 Punkte kriegen dann, was weiß ich, 8%. Und die allermeisten Männer, die landen halt, also 80% oder so, die landen bei 0, 1 oder 2 Punkten auf einer 10-Punkte-Skala. Genau, das ist diese legendäre 80-20-Grafik. Ne? Also 20% aller Männer kriegen die Frauen und 80% gehen leer aus. Ja. Letztlich so, kann man sagen. Ja, genau. Und Männer, wie du letztens mich zitiert hast oder mir das unterstellt hast, alles, was vor die Flinte kommt. Aber es ist ja so. Also, ja. Ja, ganz so sollte es nicht rüberkommen, aber es war du hast es hoffentlich nicht ernst genommen. Ah, alles gut. Ernst genommen, gut. ja, aber das ist tatsächlich ein Ding und vielleicht, um jetzt ein bisschen kurz den Schlenk zu machen, ein bisschen ins politische, gesellschaftliche, das ist natürlich auch ein Thema, wir hatten das schon in der ersten Folge angesprochen, was halt die Mann-Frau-Dynamik extrem zerstört, weil dann dadurch, naja, also das ist echt nicht gut für den Partnermarkt, wenn halt ein paar wenige Männer so ein Überangebot an Frauen kriegen und die anderen leer ausgehen. Also ist für die Frauen nicht gut, weil die dann immer nur verarscht werden von den wenigen Männern, die sie sich suchen, von den Chats. Weißt du, die denken, oh, der ist so toll. Und dann werden sie von dem flachgelegt und der sucht sich dann die nächste. Und für die ganzen Männer ist es natürlich schlecht, weil das an ihrem Selbstbewusstsein nagt. Ja. Und ja, sie sich dumm vorkommen. Ich meine, man kann jetzt die Frage stellen, wessen Schuld ist es? Also der Typ, der die Frau vernascht oder die Frau, die sich vernaschen lässt? Ich glaube, das ist nicht ganz eindeutig. Ein Stück weit beide. Was man aber dann festhalten muss, ist, je mehr Sexualpartner du hast, umso schwieriger fällt es dir halt schlussendlich eine langfristige Beziehung einzugehen.
Auf jeden Fall. Und wenn du dich halt durch halb Deutschland pögelst, egal ob als Mann oder als Frau, das wird dann schwierig später, wenn du dann endlich mal jemanden gefunden hast, wo du meinst, jetzt das könnte sein oder die Uhr tickt, je nachdem. Also eine stabile Beziehung unter diesen Vorzeichen. Und das ist, glaube ich, für mich persönlich die größte Gefahr von diesem Online-Dating, dass das so alles unterminiert schlussendlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, von mir auch. Also, wenn, ganz ehrlich, wenn ich könnte, würde ich das eher verbieten, Online-Dating. Muss ich tatsächlich sagen. Oder halt hart, wir hatten schon mal dieses japanische Modell angesprochen, hart einschränken. Also, dass man vielleicht nur eine Person pro Tag sieht oder nur mit einer gleichzeitig schreiben kann oder irgendwie sowas. Wie ist denn das, falls du da näher drinne bist, also sie sieht jetzt Typ A bei dem japanischen Modell und Typ A sieht sie jetzt auch oder sieht er wiederum jemand anderen? Also ich will darauf hinaus, hast du wirklich mit dem einen jetzt so eine Tagesverbindung und sonst gar nichts? Was so würde ich mir vorstellen, finde? Aber genau kenne ich die Apps auch nicht, tut mir leid. Okay. Okay, wir machen mal hier weiter. Ja, und halt wirklich auch mal fragen, muss es unbedingt das Saufbild aus Malle sein? Ich glaube nämlich nicht. Ja. Wenn das das Hauptinteresse ist, dann sollte er es drin lassen, weil dann sucht man ja eine Frau, der das gefällt. Wir wollten auch von euch wissen, warum ihr datet. Durch das Dating habe ich viele, viele, viele neue Leute kennengelernt. Ich glaube, das wäre ohne das Dating nicht möglich gewesen, weil ich war eigentlich immer eine sehr schüchterne Person und habe ich... Okay, also... Zweifel? Fragezeichen? Ja, das Ding ist für die jetzt nur zu hören und nicht zu sehen. Also die hat halt hier schon ein bisschen gewagtes Outfit an. Also so ein sehr freizügiges Top, dazu diesen Schal und die langen Handschuhe und noch das Barett. Ja, die sieht auf jeden Fall gut aus. Naja, aber doch ganz schön freizügig, muss ich tatsächlich sagen. Also so schüchtern war sie vielleicht nicht. Ja. Wenn es nicht sein musste... Lieber nicht mit Menschen getroffen. Allgemein ist es einfach immer schön, sich mal mehrere Stunden mit einem Menschen wirklich hinzusetzen und wirklich einen Menschen kennenzulernen und nicht immer nur diese oberflächlichen Beziehungen zueinander zu führen. Wir haben gemeinsam einen Test auf Geschlechtskrankheiten gemacht. Das war jetzt ein Test alles? Für zu Hause kostet 75 Euro. In großen Städten kann man sich aber oftmals auch an Anlaufstellen kostenlos testen lassen. Und wenn es unten vielleicht ein bisschen juckt und es den Verdacht gibt, macht das natürlich auch die Gynäkologin. Dann rufen wir jetzt mal bei der Beratungsstelle an. Hallo. 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 Du hast eine Blutprobe vorstehen. Du hast 3 Abstriche bekommen, ein Oral, ein Rektal und ein Vaginal. Ja. Genau, diese alles selbstständig durchführen und sobald du das gemacht hast, schickst du dann mit einem vorfrankierten Briefumschlag deine Proben in unser Vertragslabor ein. Wenn ich mit Kondom verhüte, sollte ich trotzdem regelmäßig testen gehen? Nach wie vor der absolut größte Schutz, den es gibt, aber wie gesagt, die können reißen, die können runterrutschen und ich sag mal, einmal im Jahr so einen Test zu machen, der tut trotz des Peaks eigentlich nicht weh. Das ist schon das Ding. Einmal im Jahr so einen Geschlechtskrankheitentest zu machen. Das heißt ja, dass du halt über Jahre lang so einen Lebensstil pflegst, dass das nötig wäre. Also im Idealfall ist es halt so, dass du mehrere Jahre lang eine Person datest, mit der nur schläfst. Dann brauchst du auch nicht solche Tests machen, alle Nase lang. Also das sehe ich tatsächlich ein bisschen kritisch hier, dieses ganze Segment. Ich meine, ich finde es tatsächlich ganz gut, dass sie hier so relativ neutral die ganze Sache aufklären tatsächlich. Es ist okay. Aber wie du schon sagst, es ist halt trotzdem irgendwo degeneriert, schlussendlich. Naja, gut, okay. Das ist so auch ein Stück weit dann eine Arbeit am Symptom anstatt an der Ursache, weißt du? Also das Thema Geschlechtskrankheit ist halt ein Symptom aus diesen wechselnden Beziehungen. Aber genau, es ist eine Lösung für ein Problem, was wir selber gemacht haben. Genau, die Frage ist doch, wie löse ich das Problem, dass ich so wechselnde Beziehungen habe und One-Night-Stands und so. Und ja klar, die würden jetzt argumentieren, naja, das ist ja aber gar kein Problem für mich, das will ich so. Und da würde ich tatsächlich sagen, naja, ich denke, auch wenn du das meinst, das zu wollen, so doll ist das gar nicht für dich. Und das wirst du vielleicht auch irgendwann begreifen. Das ist zumindest meine Sicht der Dinge. Ich meine, vielleicht kann man es mal so aufs Extreme bringen. Angenommen, es gäbe jetzt keine Abtreibungsmittel irgendwie oder Verhütungsmittel. Gesagt, und du hättest aber immer die Chance, irgendwie abzutreiben, dann würden die Leute ja auch sagen, ja, dann lass dich doch einmal kurz ausschaben und dann geht's halt weiter, ist doch gar kein Problem, hier hast du sogar ein Beratungsvideo, wann und wo. Es ist halt alles, wie du schon sagst, ungesund irgendwo. Ja, ich muss ein bisschen lachen, ich finde jetzt dein Gedankenexperiment, ich gucke das, ob es so drüber, oder was?
Ja, das ist ein bisschen drüber. Aber gut, so ist es halt mit solchen Was-wäre-wenn-Gedankenspielen. Egal. So, weiter. Was passiert denn, wenn jetzt eins der Ergebnisse positiv ist? Dann bekommt ihr eine SMS, in der drin steht, dass ihr uns als eure zuständige SEM-Beratungsstelle noch einmal kontaktieren sollt. Dann würde ich die schriftlichen Ergebnisse per E-Mail schicken, um dann eine Behandlung einzuleiten. Gehen wir es an, ne? Ja, let's go. Ciao. Tschüss. Hier. Lässt du dich dann regelmäßig testen? Einmal im Jahr auf jeden Fall. Womit wollen wir denn anfangen? Ich würde bewusst sagen, dann habe ich das hinter mir. Warum machst du den Test denn jetzt? Es ist halt meine Gesundheit, aber es ist ja auch die Gesundheit von der anderen Person. Aha, von der anderen Person. Warum machst du den Test? Ne, das war jetzt nur so eine halbe Antwort. Warum machst du den Test? Weil du regelmäßig wechselnde Geschlechtspartner offensichtlich hast. Ja, ja. Und ich finde es ja so lächerlich. Jetzt ist hier ein Tropfen Blut zu sehen und wir müssen so eine Zuschauerwarnung rausgeben. Ach so, ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht sehen Junge, wir noch. Junge. Fäkalien, ja. Es soll ja auch ein Rektalabstich gemacht werden. Okay, weiter. Ja, okay. Redest du mit deinen Freundinnen da offen drüber? Eher weniger. Nicht, weil es, glaube ich, ein Schamthema bei uns wäre, sondern ich glaube eher, weil viele das Thema auch nicht auf dem Schirm haben. Das ist auf jeden Fall nichts für Leute, die kein Blut sehen können. Ich glaube, der Finger. Okay, danke. Wie wichtig ist dir denn Verfügung so generell? Alter, jeder scheiß Hollywood Actionfilm hat mehr Blut in einer Minute, als hier passiert ist. Das ist unfassbar. Ja, auf jeden Fall. Also wieder für die Audiohörer, da war so ein winzigster Tropfen Blut. Ja, aus dem Zeigefinger oder so, weißt du? Ja, den die sich aus dem Finger gesogen hat mit so einem Stift halt. Also, ja, und dann sagt die Anze, ja, man muss da Blut sehen können. Und so. Ich achte da eigentlich immer drauf, dass auf jeden Fall auch Kondom und so benutzt wird. Wenn ich mit Frauen zum Beispiel bin, dann, dann wird es eher vergessen, um ehrlich zu sein. Aber hatte ich jetzt auch öfter zum Beispiel... Aha, also bisexuell ist offensichtlich auch. Natürlich. Weil sie ist das. Nicht nur mit Männern, sondern auch mit Frauen unterwegs. Natürlich ist das. Das Wattestäbchen mit geringem Druck über die in der Abbildung gekennzeichneten Regionen im Rachen streichen. Viel Spaß, ich krieg Corona-Vibes. Beim Vaginalabstrich. Hey. Ja, danke schön. Da verlasse ich das Bad mal. Gleich. Ich freue mich voll, gleich deine Freundin kennenzulernen. Ja. Jetzt erzähl mir aber mal, wann hast du angefangen zu daten? Ich hatte mein erstes Date jetzt ungefähr vor 1,5 Jahren. Und es war auch erst hier in Berlin, weil ich mir so dachte, ey, jetzt ist der Moment, jetzt überwinde ich mich. Und irgendwie, ich hatte auch, ich weiß es nicht, ich hab mich so dagegen gewehrt irgendwie. Ich habe Dating als so was Gruseliges gesehen, was es dann im Endeffekt halt gar nicht ist. Was war denn deine schönste Dating-Erfahrung? Ich glaube, mein bestes Date war wirklich, wo es einfach gewiped hat, wo es einfach vom Humor gepasst hat und viel mehr war es dann eigentlich nicht. Und was war deine schlimmste Dating-Erfahrung? Ich bin Vegetarierin und ich mache das auf Dates ungern zum Thema. Aber dieser Typ hat mich dann wirklich so 20 Minuten ausgefragt, warum ich denn kein Fleisch esse, hat erzählt, ja, für mich ist das was ganz Natürliches, ich würde auch ein Tier selber schlachten können. War das Date dann auch ausschlaggebend dafür, dass du gesagt hast, so, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf? Tatsächlich nicht. Es waren mehr so meine Dating-App-Erfahrungen, dieses ganze Ghosting auf Dating-Apps und auch dieses respektlose Verhalten miteinander. Wir haben jetzt sehr viel über. Da muss ich kurz einhaken, weil die ist echt sympathisch. Ich finde die top, die Frau. Weil ja. Das sind echt Punkte, die ich natürlich auch so mitbekommen habe auf diesen Dating-Apps. Also vor allem dieses Thema Ghosting. Das ist das ich nicht aber eher so ein andersrum Phänomen? Ja, hätte ich auch fast eher gedacht, dass es eher so die Männer betrifft, aber interessant, dass es scheinbar auch Frauen betreffen kann. Ja. Ich muss so ehrlicherweise sagen, klar, ich habe auch schon von Frauen gehört, dass das ist. Da ist wahrscheinlich das Problem, was ich mir vorstellen könnte. Wir hatten ja vor uns diese 20-80-Regel mal kurz erklärt. Mhm. Dass halt die Frauen dann eben mit eben von den 20%-Typen schreiben und der wiederum hat halt dann viele Matches und der macht halt dann auch dieses Ghosting-Ding, weißt du? Mhm. Er hat halt die ganze Zeit Matches und schreibt vielleicht mit einer und dann dauert das dem zu lang oder so. Das Gespräch kommt jetzt noch nicht schnell genug auf ein Date oder ein bisschen noch was Schärferes und dann kriegt er halt die nächste reingespült als Match und schreibt dann eher mit der. Reingespült habe ich. Aber ja, schlussendlich ist das so, ja. Ja. Ja, und auf jeden Fall, dieses Ghosting-Ding hatte ich ja vorhin schon erzählt, das habe ich natürlich auch so gehabt, sehr oft. In diesem, da muss ich also wieder sagen, quasi immer. Diese Ghosting-Erfahrung hätte sie dann nicht gemacht, wenn sie nicht diesen Typen aus dem 20%-Pool als Ziel gesetzt hätte sich. Weißt du, also meine These ist ja immer noch, dass ihre Erwartungen zu hoch sind. Ja. Weil wenn sie jetzt einen, wie formuliere ich das, einen Typen ihrer Gewichtsklasse genommen hätte.
Okay, das kommt jetzt bei ihr vielleicht ein bisschen falsch rüber, aber ich glaube, ihr wisst alle, wie ich es meine. Dann würde der Typ die nicht ghosten. Punkt. Er würde dann vielleicht sagen, sorry, passt nicht und tschüss, aber nicht ghosten. Ja, ja. Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Vielleicht ist es tatsächlich noch so ein Erwartungsding. Schwierig, schwierig. Gut, und dann meinte sie noch, respektloses Verhalten stört sie auch. Ja. Respektloses Verhalten. Gut, das Ding ist halt, das ist ja generell so im Internet, vielleicht mal kurz anderes Thema, auch wenn du dich jetzt auf Kleinanzeigen, eBay-Kleinanzeigen, pipapo, du willst irgendwas loswerden oder was kaufen? Das ist ein großes Fass. Ja, weil du verabredest dich mit jemandem, machst eine bestimmte Uhrzeit aus und dann ist derjenige zu dem Zeitpunkt nicht da und schreibt dir nie wieder. Also auch eine Art von Ghosting, aber es ist auch eine Respektlosigkeit von der Zeit her. Und so ähnlich ist es auf jeden Fall auch mit den Dating-Plattformen. Nenn nur das, also dass du beim Date stehen gelassen wirst, das hatte ich tatsächlich nur ein oder zweimal, aber auch einfach schon davor das Schreiben. Also klar tut man, gibt es da viele Mädels, die halt irgendwie ziemlich, also wo man sich selber so ein bisschen wie bei der Fleischbeschau vorkommt und ich bin jetzt die Fleischbeschau, wisst ihr, die dir dann übelst, ganz ehrlich, so ein bisschen wie respektlose Fragen stellen. Also so, keine Ahnung, wie viel verdienst du? Oder so. Ja. Ja, es, ich meine, es ist ja irgendwo, also irgendwo gehört dazu. Ich meine, diese Was machst du so Frage kommt ja zwangsläufig. Ne? Hm. Ist jetzt immer die Frage, wie tief geht das so? Also, wenn mich da jetzt auch jemand fragen täte, hier, wie viel verdienst du, wie viele Stunden gehst du arbeiten, was machst du sonst noch so, um Geld zu verdienen, oder so sagen, Ja, und das meine ich, das ist dann mit Respekt los, wenn es halt so nett nebenbei ist, mal auschecken, hat er denn überhaupt Arbeit? Ja, das ist okay, aber. Ja, wenn es so ein, wenn ich so Golddigger weiß, Kreuzfeuer, ja. Die sucht ja nur nach dem Gold, dann ist natürlich doof. Ja. Bei deinem Dating-Leben gesprochen, machen wir auch später noch. Mhm. Hast du Lust, ein paar Leute auf der Straße zu fragen, wie es bei denen aussieht? Ja, voll gerne. Dann lass mal machen. Hast du kurz 2 Minuten Zeit? Hattest du mal so ein richtig schönes Dating-Erlebnis? Auf den Sonntag schön, wisst ihr, Flohmarkt, Frühstück zusammen, entspannt irgendwas machen. So was finde ich. Ich hatte erst ein Date. Wie war das? Ja, war halt so mittelmäßig. Wir waren halt so Boot fahren, aber es hat gar nicht gebockt, weil ich die ganze Zeit rudern musste. Was sind denn so deine Red Flags beim Dating? Ich finde, wenn eine Person sehr, sehr viele Selbstzweifel hat und unsicher ist. Wenn die Kommunikation nicht funktioniert, Lügen finde ich ganz schrecklich. Unpünktlichkeit ist richtig schlimm. Hast du irgendwelche Green Flags, worauf du... Ich mache mal hier kurz Pause. Das waren alles vernünftige Punkte, die jetzt die letzten beiden gesagt haben. Also Unsicherheit bei Männern ist auf jeden Fall ein Thema. Also das habe ich schon tausendfach gehört. Das ist einfach so. Das turnt Frauen ab. Ja, und dann natürlich Unpünktlichkeit, logisch. Man sollte schon zuverlässig sein. Im Umkehrschluss heißt das ja lustigerweise, dass die Frau den Felsen der Brandung irgendwie sucht und nicht denjenigen, der die ganze Zeit sich bei der Frau halt ausheult. Also klar, wenn der Mann jetzt irgendeine Krise hat in einer Beziehung, weil irgendwie ihm gekündigt wurde oder sowas, dann ja, aber bitte halt auch nicht auf ewig. Ne? Ja, also trotz vermeintlichem Feminismus und allem stehen die Frauen nun mal trotzdem noch irgendwo auf Männer, also die im weitesten Sinne männliche Eigenschaften betragen. Also es gibt ja Eigenschaften, die männlich konnotiert sind. Das sind nun mal halt Selbstbewusstsein, Standfestigkeit im Leben, so wissen, was man will, sowas. Ja. Okay. Ist richtig schlimm. Hast du irgendwelche Green Flags, worauf du achtest beim Dating? Ja, man soll halt lustig sein, ohne dass man sich verstellt. Ich bin ein Fan davon, wenn der Typ beim ersten Date so alles aussucht. Wenn sie Pläne machen kann. Ah, das war jetzt auch interessant. Was hat sie gesagt? Sie ist Fan davon, wenn der Typ beim ersten Date alles aussucht. Das ist auch da wieder so eine voll weibliche Perspektive. Weißt du, dass sie halt geführt wird. Dass er bestimmt, wo es hingeht, in welches Restaurant, Bar, irgendwas und ob man spazieren geht, pipapo. Es ist lustig, bei dieser tollen Serie, die wir angeschaut haben hier, sexuell verfügbar, wurde das ja so ein bisschen karikiert, ne? Wo sie diesen Jugendschwarm trifft. Und dann gehen sie essen und sie bestimmt, okay, er kriegt das und das zu essen und nimmt noch den und den Wein. Diese Geschlechterrollenumkehr. Aber ganz ehrlich, ist es halt irgendwo so. Ja? Ja, ist natürlich auch eine Frauensache, muss ich sagen. Also zum Beispiel bei meiner Freundin ist tatsächlich so, sie findet das auch gut, wenn ich mal was bestimme, aber sie will, dass ich das nicht immer mache, weißt du? Sie will auch mal selber bestimmen. Das ist dann natürlich Typsache. Aber tendenziell glaube ich, dass Frauen das in der Masse eher ganz gut finden. Ja. Ja. Wenn er jetzt so alles aussucht. Wenn sie Pläne machen kann.
Ich meine, man muss vielleicht doch dazu sagen, dass Frauen über die Zeit einen ja auch schon in eine gewisse Richtung schieben, um es mal nett auszudrücken. Also die, ja, was meinst du? Die sagen dann halt so, wäre schön, wenn du mal eher das statt dem machst und so. Ach so, klar. Ja? Und, ja. Und Männer machen halt eher so diese, du isst jetzt das Sache, aber sind sie nicht nett formuliert. Ja, natürlich. Aber sind sich nicht im Klaren, dass die Vorauswahl schon vorher passiert ist über Jahre. Also ja, ja, klar. Es ist ein Geben und Nehmen, um es kurz zu machen. Und so soll es auch sein. Sonst nicht mal so, diese Rollenverteilung ist ja, du musst so Pläne machen. Das ist entspannt, wenn du so auf beiden Routen, beide so Interesse haben. Ich hatte vor kurzem gehabt, das habe ich dann doch noch wieder abgesagt, weil ich dann doch keinen Bock hatte, weil mir das alles zu viel war mit den ganzen Überlegen. Ich fand besonders relatable, der gesagt hat, Dating stresst ihn zu sehr. Ja, ich mach schon viel Druck. Ja. Ja. Gehen wir jetzt in die Bar. Ja, voll gerne. Deinen Girls. Ich hab Durst. Keine Dates, keine Probleme. Passt gut zu dir, ne? Dating muss halt auch nicht nur Stress sein, sondern Dating kann halt auch schön sein. Also wenn es für einen wirklich so negativ ist, und das habe ich auch schon bei Freunden erlebt, dass sie sich so viel Druck machen, dann sage ich, mach mal eine kleine Pause, atme mal ein bisschen durch und das Leben geht auch ohne Dating noch weiter. Wir machen auf jeden Fall. Zustimmung. Top-Satz. Ja, Ilona, beste Frau. Die ist super. Leute, Jungs, ran wenn ihr eine namens Ilona trifft, die so aussieht, ja. Ja, die ist es. Die ist schon, ich denke auch, die ist schon echt cool. Wir machen ja jetzt auch genau das Gleiche so. Also wenn wir jetzt sagen, so sollte euer Profil aussehen, dann sind das ja trotzdem wieder Sachen, die Stress verursachen können. So, ist meins richtig? Ist meins gut genug? Und keine Ahnung. Was für mich so das größte Problem war mit Dating-Apps, war halt wirklich der fehlende Respekt. Thema Ghosting. Wenn du merkst, du hast kein Interesse mehr, ist alles gut. So, wir haben uns keine Versprechen gegeben. Aber antwortet ihr denn selbst auch mal einfach nicht mehr? Oh, vergiss es auch. Ja, ich bin, ja, ach, das ist eigentlich so gemein und eigentlich auch so uncool. Also ich habe damals wirklich aus Unsicherheit auch geghostet und würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Wir wollten auch von euch wissen. Ah, wie siehst du das, Arti? Also das Ding ist, wenn du so mitten im Satz geghostet wirst, klar, ist irgendwie scheiße. Aber wenn das irgendwie einfach auseinanderläuft, dann finde ich es auch gar nicht so wild. Ah, ist schwierig, ich bin mir da selber so ein bisschen im Unklaren. Also, weißt du, was ich mir gerade denke? Ich weiß nicht, ob es halt vielleicht, würde es denn dir mehr Spaß machen, wenn du immer gesagt kriegst, hier, du, das wird nichts mit uns, also das kriegst du irgendwie auf so einer App dann 10-mal hintereinander gesagt. Gut, wäre vielleicht sogar besser. Gesagt, ja. Eigentlich wäre es besser. Ja, du hast recht. Ich überlege gerade selber, ja. Klar wäre es in erster Linie ein Downer. Und das würde ich ein bisschen runterbringen, aber klar, eigentlich wäre es besser. Du hast recht. Vielleicht muss man auch so. Gegen ghosten ist nicht das richtige Wort, aber also wenn die Person einen ghostet, dann zu sagen, okay, also so einen Schlussstrich ziehen halt so, okay, dann wird das nichts mit uns. Ja, klar. Ich. Weil ja, als Mann sein. In dieser Schwebesituation, das macht einen fertig. So dieses Rumgekope, sich zurechtschieben, naja, vielleicht antwortet sie übermorgen noch. Ah, okay, das ja. Macht dich fertig und es ist halt einfach falsch. Also die hatte ich schon längst vergessen zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ja. Mein Tipp auf keinen Fall, Frauen auf solchen Plattformen nachlaufen. Also es bringt einfach nichts. Also genau. Meinetwegen, wenn sie dir besonders gut gefallen hat oder man schon ein bisschen mehr geschrieben hat, dann schreibst du halt nochmal 2-3 Tage später, hier übrigens gibt es dich noch oder ist gerade was los bei dir. Ansonsten, wenn sie dann nicht mehr schreibt, dann fixst du es einfach. Ja, dann mach aber auch wirklich halt auch dieses, dann soll es das gewesen sein, schön mit Ö. Ja, genau. Dass du für dich und persönlich abhaken. Innerlich einen Schlussstrich ziehst. Ja, genau. Weil Männer sind da wirklich Idioten und jammern oder hoffen innerlich jahrelang tatsächlich, dass sich die Person noch meldet. Also so dumm sind wir. Ja. So dumm sind wir, ja. Und würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Wir wollten auch von euch wissen, was eure Dating-Erfahrungen sind. Den hat sich ausgezahlt. Ich habe dadurch auch meine jetzige Freundin bekommen. Ich habe irgendwann mal angefangen, direkt von Anfang an zu kommunizieren, in welche Richtung ich gehen möchte. Und es hat ja funktioniert. Eines Tages war die richtige Person vor mir und hatte dieselben Absichten wie ich. Und es muss ja nicht immer nur im romantischen Sinne enden. Es kann ja auch eben im freundschaftlichen Sinne enden. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht hat man einen Freund fürs Leben kennengelernt. Man weiß nie. Ich mag einfach diese Überraschung in diesem ganzen Ding. So, nee. Also, vielleicht ist es auch wieder so ein zu sehr deutsches Ding, aber wenn ich auf eine scheiß Dating-Plattform gehe, will ich nicht irgend so einen Kumpel kennenlernen oder eine Kumpeline. Sondern auf keinen halt schon Fall. Den ja, Partner ja. Fürs Leben. Also, sorry. Ja, mir scheint das auch
Also ich hätte den Satz eher von einer Frau erwartet, muss ich sagen, weil das ist ja eh nochmal so ein Thema für sich, Freundschaft zwischen Männern und Frauen. Also hatte ich auch immer mal im Leben, aber ich bin mittlerweile der Meinung, so richtig gibt's das nicht, weil, also zumindest wenn beide Single sind, nicht, weißt du? Dann also meine These ist, das funktioniert nur dann, wenn du denjenigen aus Männersicht wohlgemerkt, also diejenige dann, absolut nicht körperlich sexy findest. Ja. Sobald du irgendwas mit dir im Bett dir vorstellen kannst, funktioniert das einfach nicht. Ja, also, wie gesagt, ich hatte ja schon Freundinnen, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, dann stand ich halt auch auf die. Und das war halt dann oftmals irgendwie doof. Also, es waren dann oft so Phasen, weißt du, sie hatte vielleicht einen Freund, ich habe darauf gehofft, naja, da wird noch was und dann... Ja, das war einfach so eine ganz doofe Dynamik im Nachhinein. Also ich habe auch deutlich, also jetzt, das war eher so ein Studiumsding, jetzt habe ich das auch hart zurückgefahren. Eigentlich gar nicht mehr so. Ja, also ich würde das nicht nochmal machen, jetzt aus meiner Sicht. Also ich habe zwei Freundinnen sozusagen im Freundeskreis und dadurch, dass ich die absolut nicht sexuell anziehend finde, funktioniert das halt. Ja, aber dann wahrscheinlich. Genau das, was du beschrieben hast, das hatte ich mit ein paar anderen Freundinnen auch. Dieses, ja, und wenn die dann ihren Freund im Laufpass gibt, dann bin ich ja da und so. Dieses, Das klingt dämlich. Schlimm. Es klingt super dämlich. Es klingt eigentlich super scheiße, aber so ist man mich als Mann. Ja, so ist man halt irgendwie als Mann. Es ist, also das klingt scheiße, aber so ist es. Ich meine, du kannst es ja evolutionär dir herleiten. Ja, du erhöhst halt die Chancen, dein Erbgut weiterzugeben. Ja. Ja, so ganz plump gesprochen. Ja. Ja, ja, ja. Okay, weiter. Die eine Art Self-Checkliste, bevor ihr euch mit einem Date trefft. Dass ich vorher weiß, Ort und Zeit, dass ich meinen Freundinnen Bescheid geben kann, dass ich einen Standort schicke. Also mit manchen Freunden habe ich so einen dauerhaften Standort auch. Und dann, dass man zwischendurch vielleicht auch mal so eine kleine Nachricht schreibt. So, alles ist gut. Ich suche auch gerne eigentlich die Standorte aus. Also zum Beispiel eine Bar. Ich kenne jemanden, der vielleicht hinter der Bar arbeitet. So. Dann fühle ich mich noch mal sicherer. Ansonsten so ein Pieper, da drückt man so drauf. So, was steht hier? Eine von drei Frauen erlebt in ihrem Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. Um sich noch sicherer zu fühlen, macht Hannah gleich einen Selbstverteidigungskurs. Okay. Mhm. Ja, eine von drei Frauen in ihrem Leben ist natürlich wieder so eine äußerst schwammige Sache, ne? Körperliche oder sexualisiert, also wenn du mal angestupst wirst, würde das in diese Kategorie fallen. Also, will sagen, klingt ja so ein bisschen aufgebauscht, ehrlich gesagt. Auch ein bisschen für schwierig, aber will mich da jetzt gar nicht zu tief drauf versteifen. Also muss ich sagen. Aber irgendwo. Ja, um es kurz zu machen, es kann ja nicht schaden, einen Selbstverteidigungskurs zu machen. Ja. Das Ding ist halt, ich meine, mal betatscht werden, klar ist es dann auch in dem Sinne sexualisierte Gewalt, weißt du? Das Wort Gewalt klingt vielleicht ein bisschen hart. An der Stelle dann, aber das trifft es dann schon. Und das wiederum würde ich schon meinen, dass mal eine von drei Frauen von irgendeinem Idioten betatscht wurde oder so. Also meine Freundin auf jeden Fall auch. Klar, klar. Ja. Es ist halt so die Frage, also Gewalt ist halt so das, ne? Also wenn ich an Gewalt denke, denke ich nicht an Hand auf dem Schenkel. So ja, und das ist halt das Ding. Na gut, egal. Dass sie lernt, wegzurennen und nicht dieses Hollywoods-mäßige, ich bin eine Frau, ich kann auch genauso gut den Mann fertig machen, wenn es physisch wird, sondern ich renne weg und ich zücke das Pfefferspray oder so. Also so ja, sinnvolle Tipps, das wäre gut. Jetzt kurz zu dem Thema hier, Safety, was war es? Safety-Checkliste vom Date. Zu viel Englisch. Ja, ich würde mich halt einfach, wie die gesagt haben, in einem öffentlichen Ort treffen, dann geht das eigentlich schon klar. Also auf keinen Fall zu irgendeinem Typen nach Hause gehen beim ersten Date. Also das ist wirklich Gott so. Gottes Willen, ja, klar. Ja, auf neutralem Boden, Highlander-Sprech halt. Ja. Dann läuft das schon. Und jetzt nicht unbedingt neutraler Boden in einer übelst abgefuckten, dunklen Gasse. So am Stadtrand. Ja.
Dann werden so die Notfallkontakte alarmiert. Was macht das mit euch, dass ihr vor Dates solche Sicherheitsmaßnahmen treffen müsst? Ich würde sagen, früher hat es mir so ein bisschen mehr Angst gemacht. Heutzutage ist es, glaube ich, einfach Wut. Man kann es aber nicht ignorieren. Man kann nicht sagen, ey, nee, ich bin frei, ich achte auf sowas alles nicht, weil du musst auch realistisch sein. Man muss sich selber schützen. Fertig? Okay. Ja, okay. Ich habe jetzt alles hier drin. Das kann ich jetzt zur Post bringen. Und dann sollte ich bald meine Testergebnis bekommen. Sag einmal Bescheid, was rausgekommen ist, aber fingers crossed natürlich, dass alles in Ordnung ist. Ja, bestimmt. Dann nehme ich mir jetzt noch meine Sportklamotten und dann können wir uns eigentlich auch schon auf den Weg machen zum Krav Maga. Hallo! Ach, Krav Maga, super cool. Hi, ich bin Hanna. Ich bin Sven. Seid ihr soweit? Ja. Dann einmal in diese Richtung bitte, folgt mir. Spielst du eine Rolle, dich verteidigen zu können? Ja, ich finde das voll wichtig, gerade wenn man generell viel unterwegs ist, wenn man sich dann eben auch mit fremden Leuten trifft. Sollte es irgendwann zu einer Situation kommen, wo ihr körperliche Gewalt anwenden müsst, das ist eine stumpfe Waffe. Das ist ein Schweizer Taschenmesser. Thomas, kommst du mal bitte kurz? Ja, stellt euch hier vor. Das ist ein Gesicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Siki, Siki, I'm coming in. Ich kann dagegen halten. Vielleicht irgendwo mit meinen Händen, mit meinem Arm oder so? Also bisher holt mich das gar nicht ab. Dieser Krav Maga-Kuss? Ja, das für also sie noch. Es geht doch um Selbstverteidigung. Du sollst das nicht jemanden zusammenlatzen. Und vor allem nicht mit Ohrfeigen. Also. Ich bin gespannt, wo das hier noch hinläuft, aber ja, dafür sehen wir hier zu wenig. Ich meine, vielleicht ist das nur eine bestimmte Einheit, weil an sich das Thema Krav Maga halte ich eigentlich schon für gut. Ja, also, das ist so, um aus Kneipenschlägereien rauszukommen, unterlegen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nicht also verkehrt, Ich hatte mal zum Beispiel so eine Art, einfach nur mal eine Stupperstunde gemacht, und für mich war es dann am Ende nicht so richtig, aber da war es zum Beispiel tatsächlich so, da wurde halt so eine Technik erlernt und da ging es dann darum, du machst einen Schlag oder einen Tritt und dann rennst du weg. Weißt du, es ging jetzt nicht darum, irgendwie den Kampf zu gewinnen oder so, sondern genau. Das Ziel war immer zu entkommen. Und auch da ist sinnvoll, finde ich, bei Krav Maga, dass es eben nicht auf Situationen ausgelegt ist, die irgendwie fair sind, die in einem Ring, in einem Wettkampf stattfinden würden, sondern halt auf der Straße. Der Gegner, was weiß ich, der hat vielleicht eine Bierflasche in der Hand oder die sind zu zweit oder irgendwas. Und dass du dann du Move machst und dann halt schnell wegrennst. Genau, deswegen irritiert mich das jetzt, was hier gezeigt wird, so. Weil ich mir genau das, was du beschrieben hast, so vorgestellt habe unter Selbstverteidigung und halt auch als Frau. Also, du tust doch nicht als Frau jemanden Backpfeifen geben, um ihn zu überwältigen. Also, mal gucken, was jetzt hier noch kommt, Vielleicht ist es auch selektiv geschnitten. Vielleicht war das die Erwärmung, mal schauen. Wenn wir uns verteidigen, werden wir meistens überrascht. Ja? Sind die Hände unten. Sobald wir aber eine Aktion machen und uns verteidigen, gehen die Hände natürlich hoch. Also Knie erst hoch und dann. Jawohl. Hey, das sieht aus. Sehr gut. Wie fühlst du dich? Nee. Eigentlich ganz gut. Ich glaube, wenn man so. Also, sorry, einfach nein. Also, die dritte gerade, die waren einfach gar nichts. Also, wow. Die hat mal mit dem Fuß das Ding angestupst. Warte, wir schauen uns das nochmal kurz an. Also, das ist ja wirklich legendär. Also sie tritt halt in die Eier, theoretisch. Warte, und kurz nochmal nachdenken. Wir haben das Video auf 1,3-fache Geschwindigkeit. Stimmt eigentlich, ja. So Knie erst hoch und dann gleich. Jawohl. Nee, das ist ja dann Zeitlupe, ne? Fühlst du dich? Ja. Aber, eigentlich ganz gut. Ich glaube, wenn man so die Moves im Kopf hat und so gelernt hat, dass man dann weiß, wie man schlagen muss, ist ja voll praktisch. Dann kann man das so einfach abrufen. Ja, voll praktisch. Sie kann sich jetzt bestimmt... So, ganz ehrlich. Also für solche Frauen ist einfach mal so ein Mann... der so 50% gibt, das Beste, was ihr passieren kann. Der sie einfach mal so überwältigt und ihre Krav Maga-Welt hier, die sie trainiert hat, zusammenbrechen lässt. Ja, also ich muss also sagen... Also ein Realitätscheck halt. Ja. Genau, ich habe das ja vorher noch ein bisschen zu verteidigen versucht, aber jetzt nach den Bildern würde ich tatsächlich sagen, das ist sogar kontraproduktiv für die Frau hier an der Stelle, weil sie jetzt den Eindruck hat, ihr sagt, ja, ich könnte mich verteidigen. Bullshit kannst du. Also, richtig. Nee. Also selbst in der idealen Situation, der Tritt in die Eier in Slow Motion. Was? In Slow Motion. Schick, ja. Herrlich. Voll praktisch, dann kann man das so einfach abrufen. Aber ich weiß ja nicht, wie das in der Gefahrensituation dann funktioniert. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich daran denke, wenn in so ein starker Mann irgendwie auf mich zukommt, so ein warte kurz. Nicht die Faust, sondern die Verrang. Nee, aber finde ich auch voll gut zu wissen, weil... Der Reflex ist ja eigentlich erstmal mit der Faust auszuschlagen. Ja, safe. Ja, sie hat es hier noch ein bisschen abgeschwächt, dass sie nicht weiß, wie es ist, wenn ein starker Mann auf sie zukommt. Ja, aber wäre das nicht Sinn des Trainings? Ja. Dass du einmal gezeigt kriegst, wie es aussieht?
Ja, am besten halt gegen den Trainer. Genau, genau. Ja, und dann gibt er sich nur so halb Mühe. Ja, 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 ja. Oh Gott, für die ist halt echt eine Gaudi, ne? Hier, zum Beispiel ganz kurz, hier hast du das ja gesehen, sie schlägt und dann rennt sie weg. Also das ist hier offensichtbar auch Teil des Trainings, weißt du? Sie schlägt jetzt und jetzt rennt sie weg. Gut, ja. Wie fühlst du dich jetzt nach dem Training? Es war super ungewohnt so mit dem Körperkontakt auch so, ne, und direkt. Aber ganz ehrlich, das hätte ich doch viel mehr betont. Den Schlag? Nee, das Wegrennen. Weißt du? Och. Also, ach, dass das der Sinn dieses Selbstverteidigungskurses ist, dass du versuchst, den irgendwie zu demobilisieren mit Tritt in die Eier oder whatever und dann halt aber wegrennen und nicht, jo, und jetzt würge ich dich noch halb tot. Bro, so. Wie gesagt, ich denke, das ist ja auch selektiv geschnitten. Weil die wollen ja hier auch ein bisschen die Action zeigen. Ja, aber das ist doch fahrlässig von Funk dann. Weißt du? Der Kurt, das war doch jetzt hier keine Anleitung zur Selbstverteidigung, diese 2-Minuten-Ausschnitt, um Gottes Willen. Aber theoretisch hätte es das sein sollen, ehrlich gesagt. Aber nein, die können doch nicht innerhalb von, guck mal, wie viel lang war denn dieser Selbstverteidigungsclip jetzt? 90 Sekunden? Da kannst du doch keinen Selbstverteidigungskurs reinschneiden. Na klar, sinngemäß sagen, tritt ihm in die Eier und dann lauf aber weg und schrei noch möglichst rum. Das halte ich für sehr vereinfacht. Ja, natürlich, also. Wir haben ja nur 90 Sekunden. Ja, weil es so einfach ist. Ja, ach komm. Ah, egal. Gut, ja. Aber ich fand die Übungen eigentlich richtig cool. Gibt es Sachen, die du heute machst, die du dich früher vielleicht gar nicht getraut hättest? Grenzen setzen, würde ich sagen. Also, dass ich dann wirklich sage, nein, ich will das jetzt nicht. Ich glaube auch so dieses, das zu lernen, so nur wenn ich, dass ich mit einer Person nach Hause gehe, heißt ja nicht, dass ich mit der Person noch schlafen muss. Ich glaube aber auch, dass Kleidung bei mir immer eine große Rolle gespielt hat. Ich gehe jetzt auf ein Date, natürlich ziehe ich irgendwie was Enges an oder irgendwas Freizügigeres. Aber jetzt mittlerweile ist es halt einfach so, dass ich das anziehe, worauf ich Lust habe, weil man sich ja dann viel wohler fühlt. Wen treffen wir denn jetzt? Wir treffen jetzt zwei gute Freundinnen von mir, Josi und Carla. Hallo! Hi! Dann cheers, auf heute Abend. Ich will vielleicht mal ganz kurz Pause machen, bevor ich hier zu der Girls Night komme. Mhm. Die hat gerade gesagt, wenn ich einen Typ nach Hause bringe, dann heißt es ja nicht gleich, dass ich mit ihm schlafen muss. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, also das ist ja natürlich ein richtiger Satz, ich frage mich aber so ein bisschen, wie das aus der Sicht des Mannes wirkt. Der wird das ja vielleicht eher noch erwarten. Gerade wenn man sich nun mal auf so einer, naja, man muss es sagen, Dating-App kennengelernt hat, wo die manche nur als Bums-App benutzen. Wie sähst du das? Dich lädt eine Frau ein zu sich nach Hause? Würdest du doch schon denken, jetzt läuft das, oder? Na, ich glaube, man muss die Frage andersrum stellen. Was soll denn sonst den Abend lang passieren? Also, ja, Tee trinken. Ganz, ganz blöd gefragt. Also Film klar, man gucken. Kann Händchen halten und Film gucken. Aber man ist halt auch keine 13 mehr. Also ja, also wenn mich die Frau schon in, sozusagen in ihr Innerstes heimlässt dann, oder reinlässt, ja, also. Dann denkst du, kommst du auch in ihr Innerstes. Du kommst in ihr. Ja, egal. Ja. Die Antwort ist ja. Oh Gott. Ja, verzeiht uns. Es war nur eine Frage der Zeit. Hallo. Hi. Aber wie denkst du das denn? Dann tschüss. Oh, ja, ich würde auch denken, ich komme in ihr Innerstes. Okay, gut. Naja, nee, das Ding ist ja so ein bisschen, es ist halt immer so eine Sache des Dates, weißt du? Also wenn sie das vorher dreimal sagt, das will ich nicht und da irgendwie wirklich das glaubhaft mir rüberbringt, weißt du? Dass es jetzt halt nicht einfach nur ein Spruch ist und am Ende will sie es aber doch irgendwie doch. Dann würde ich es glauben. Dann würde ich es äußerst komisch finden, wenn ich sie sozusagen nach Hause bringe. Ja. Und sie sagt, aber komm doch noch mit hoch. Also, weißt du? Dann würde ich sagen, jetzt hier einen guten Nachtkuss und bis zum nächsten Mal. Weißt du? Also, ich glaube, du hast recht. Ja. Schwierig. Oder ist das dann der Test, den man bestehen muss? Ja. Weiß ich nicht. Ja, ich hätte, also ich treffe mich ja immer mit Mädels in Bars oder so oder Restaurants, keine Ahnung, an öffentlichen Orten. Ja, und wenn die dann mich noch nach Hause mitnimmt, wisst, dann ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen, würde ich meinen. Dann ist es ja nochmal wie ein zweites Date irgendwie. Also, und dann würde ich tatsächlich aus der Sicht jetzt schon denken, tatsächlich, dass das ausläuft. Also wenn es jetzt ganz am Anfang ist, irgendwie nach einer halben Stunde, aus irgendeinem dummen Grund muss sie nach Hause, gut, das wäre auch sehr gespenstisch, dann sagt man vielleicht, ja, man guckt nur einen Film oder kocht zusammen. Ja, das könnte ich noch verstehen, aber ja, ich finde es auch komisch. Das. Ja, ja, egal.
Auf heute Abend. Cheers. Auf gute Dates irgendwann in der Zukunft. Ja. Woher kennt ihr euch überhaupt? Das war tatsächlich auch von einer App. War doch direkt gematcht. Wir machen jedes Wochenende was. Wie findet ihr denn, dass Ilona gar nicht mehr datet? Es ist stark, dass sie einfach alles löscht und auch nicht nochmal runterlädt. Sie ist auch Social Media Managerin, also interessant. Mhm. Und die drei haben sich sogar über eine App kennengelernt. Ah gut, ich weiß zum Beispiel bei Tinder tatsächlich, da gibt's, das fand ich immer übelster Schwachsinn, da gab es noch so einen Reiter Friends oder so. Da konnte man halt Leute einfach nur als Freunde treffen. Also ich frage mich, ob das irgendjemand benutzt. Ja, das war bei LaVou war das auch so, da haben die Leute in ihr Profil eingeschrieben, ja, ich bin schon vergeben, ich suche hier nur neue Freunde. Also vielleicht ist das doch ein Ding. Vielleicht. Seit dem Treffen, dann treffe ich die auch. Wie sieht's bei euch mit Daten aus? Ich bin seit kurzem erst getrennt und hatte eine ganz lange Beziehung, aber wir haben uns damals auch über eine Dating-App kennengelernt. Tatsächlich macht es mir gar keinen Spaß, so auf Apps zu swipen, weil es ist halt was anderes, wenn du jemanden halt auf der App siehst, als wenn du ihn im realen Leben siehst. So, dann im realen Leben überzeugen dich ja Humor oder wie die Person spricht oder keine Ahnung was. Und auf der App schaust du eigentlich nur aufs Aussehen. Basie. Überraschend ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Also cool. Nichts mit hier Humor haben, bla bla bla, sondern erster Eindruck zählt, was ich halt auch... Finde ich gut, dass die so ehrlich ist und sehe ich genauso. Und das zerstört halt auch diese Mann-Frau-Dynamik, wenn immer mehr Partnerschaftskontakte halt auf solchen Apps entstehen. Wie gesagt, ich habe es halt selber, meine Freundin, so gefunden, aber empfehlen würde ich das trotzdem nicht. Also lieber wäre es mir trotzdem anders gewesen. Weil ja. Berlin, hier sind so viele Leute, vielleicht lernt man halt auch jemanden in Real Life kennen, das wäre halt auch viel cooler eigentlich. Ja, Traumvorstellung wäre eigentlich, für viele ist das, sagen so im Club oder beim Fan oder so, ich hätte lieber so eine random Situation, man macht irgendeine Activity und dann kommt man irgendwie ins Gespräch und dann entsteht das einfach das Moment, ey, irgendwie matcht das, dann tauscht Nummern aus. Wie würdet ihr denn gern angesprochen werden? Am besten mit einem einfachen Lächeln. Ey, du bist mir aufgefallen. Und am liebsten wäre es mir zum Beispiel so, weil wir vielleicht Insta austauschen. Würdet ihr denn auch... Gottes Willen. Also wenn das der zweite Satz ist, nee. Also, sie hat doch gerade gesagt, sie will da so irgendwie so eine Alltagssituation, wo man sich da so kennenlernt und dann, ja, lass mal Insta austauschen. Also, ja, was denn jetzt? Also Insta ist doch schlussendlich dann auch ein verlängerter Hebel für solche Partnerschafts-Apps. Schlussendlich. Oder? Bin ich das verkehrt? Ich würde jetzt mal ihr zugute halten, dass sie das einfach ein bisschen abgekürzt hat. Also ich würde schon denken, sie will dann nach diesem ersten Kontakt mit dem, hey, du bist mir aufgefallen, dass vielleicht ein kurzes Gespräch zustande kommt und dann das Insta-Ding. Okay, okay, ja. Ich gehe fest davon aus, so hat sie das gemeint. Okay, gebe ich, ja. Den ersten Schritt machen. In echt ist da eine sehr große Hemmschwelle. Direkt selber ansprechen, dazu bin ich auch ein bisschen zu schüchtern. Na, ich finde es auch attraktiver, ja, ich auch. Wenn er kommt und nicht zum Beispiel dieses... Ey, Entschuldigung, mein Kumpel findet dich hübsch. Auch da wieder, das sind natürlich hier auch klassische Mann-Frau-Bilder an der Stelle. Also die Frauen trauen sich nicht, jemanden anzusprechen und finden das halt gut, wenn das der Mann ist. Und eben nicht, um Gottes Willen, wenn dann jemand anderen vorschickt, das muss ich auch dazu sagen, Leute, macht das nicht. Also das ist echt das Dümmste, was man machen kann. Also das macht man halt vielleicht im Teenie-Film mit 12, 13, aber... nicht als erwachsener Mann. Achso, sinngemäß hier, mein Kumpel findet dich toll, oder was? Ja, das finde ich gar nicht cool, nee. Nee, das kann auch nicht funktionieren. Nee, auf keinen Fall. Also, wenn dann eher, dann, also, ist ja legitim, einen Wingman zu haben, nimm dir einen Kumpel mit und der tut halt vielleicht, der ihre Freundin dann ablenkt. Genau. Also, mit der gleichzeitig sprechen. Also, hier bräuchtest du zwei, aber, ja. Ja. Ein bisschen süß, weil dann trauen die sich nicht und naja. Ich find's nicht so schlimm. Habt ihr schon mal versucht, Ilona zu verkuppeln? Wenn wir jetzt direkt jemanden hätten, wo wir wissen, ey, der ist Single und das würde gut passen, dann auf jeden Fall, aber es fehlen die guten Männer. Ich bin bereit, verkuppelt zu werden, Leute. Was würdet ihr eurem Jugendlichen nur die guten gern Männer sagen? Ja. Lern dich erstmal besser kennen, lern deine Bedürfnisse kennen und lern deinen Körper kennen, dann wird es halt auch alles werden. Ich würde meinem jungen Ich so ein bisschen einen Push geben, würde sagen, sei nicht so verkopft, versuch nicht jetzt schon erwachsen zu sein, sondern sei einfach mal ein bisschen jung und dumm. Ist Dating für euch überbewertet? Ja, schon. Also ich habe das Gefühl, dass Leute immer denken, wenn du datest, wenn du auf Dates gehst, dann geht es dir besser damit. Und das stimmt halt gar nicht. Mir hat es geholfen, aber ich glaube nicht, dass es für alle die richtige Entscheidung sein muss. Wenn Leute Single sein möchten und es ihnen damit gut geht, dann sind sie auch so ein vollwertiger Mensch und gut so, wie sie sind. Und eine gute Beziehung ist nur noch so die Cherry on top. Genau. Dann danke euch auf jeden Fall, dass ihr mich in eurem Alltag mitgenommen habt. Und du sagst Bescheid, wie der Test ausgefallen ist. Auf jeden Fall. Ich habe gerade die Nachricht bekommen. Ich ganz kurz. Was sagst du zu dem Fazit von den beiden? Also zum Thema Dating?
Ich kann Hannah nicht ausstehen. Ja, also so schlimm ist es bei mir nicht, aber ich habe sie hat so gemerkt, für mich so einen falschen Blick. Irgendwie. Ja. Ja, auf jeden. Ja, aber Ilona ist sympathisch, ist halt so ein bisschen der Situation geschuldet, halt nicht depressiv, aber sie ist halt ein bisschen enttäuscht, wie es bisher gelaufen ist, sag mal so. Ja, und sie ist auch noch nachvollziehbar. Jung. Ja, klar, was ist denn jetzt, 25 jo. Oder sowas? Ja? Das ist voll okay. Und sie hat das, finde ich, gut gesagt. Man kann auch ohne Partner einfach ein gutes Leben haben. Also ich war ja auch extrem lange Single. Und klar war ich oft einsam, gerade zum Ende hin, muss ich ehrlich sagen. Also dann die letzten Jahre. Ja. Aber es ist immer eine Frage der Einstellung. Ich meine, ich kenne es ja auch viel von Freunden, die in einer Beziehung sind. Dann läuft es da Mist, wisst ihr, weil die sich die ganze Zeit streiten. Dann ist es am Ende besser, meiner Meinung nach zumindest, glücklicher Single zu sein, als in einer unglücklichen Beziehung. Das ist jetzt vielleicht eine wilde These, aber ich würde behaupten, wenn du halt als Frau alleine durch die Welt gehen musst, wirst du halt irgendwo hart. Weil du halt hart sein musst. Interessant. Und als Mann ist dir, also wenn du das wiederum als Mann machst, ist es egal, weil... Dann ist es sogar geil eigentlich, oder? Es tut dir nichts, ne? Das schleift dich. Ja, aber halt als Frau ist es halt so wieder deiner Natur vielleicht. Klingt es vielleicht blöd, aber... Nee, klingt gar nicht blöd. Ich finde das sehr interessant. Und ich weiß halt nicht, ob das so gesund ist. Also das Gegenteil mit ich vögel mich halt durch ganz Berlin ist auch nicht gut, aber ja. Sehr interessant. Ja, also mein Tipp bleibt bestehen, such nicht die 20%, wenn du nicht das die oberen 20% bist. Auf jeden. So, jetzt Hannah wird uns zum Ende noch mitteilen, wie ihr dass sie schwanger ist. Oh, warte. Ja. Oder dass sie Chlamydien hat oder sowas. Ja. Oder so wie sie lacht. Ja. Ich bin negativ. Vergesst das Abonnieren nicht und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ist eure absolute Red Flag beim Dating. Mit 25 noch Jungfrau, das ist der Film mit Ilonas Schwester, den findet ihr hier. Und bei Parshot könnt ihr euch reinziehen, warum Dates... Okay, ich mach jetzt hier mal Stopp, bevor das abbricht, das Video. Ja, das war's. Sie ist negativ, also geschlechtskrankheiten frei. Kann weitergehen also. Ja. Wow, toll gemacht, genau, kann genauso weitergehen. Weiter rumbumsen. So läuft das. Eigentlich schon fast schade. Die Moderatorin hat sich ja des Öfteren reingeschaltet und ihren Senf dazu gegeben. Mhm. Aber wie es bei ihr ist, hat sie lustigerweise nie gesagt. Also wenn es dann zu persönlich wurde, hat sie sich immer rausgeklingt. Wobei ich das sogar gut fand. Ich ja, mag das natürlich. Sie ist Moderator, klar. Achso, ja, ich mag das immer nicht genau bei solchen Funkformaten. Ja, gerade bei Funk ist es extrem, wenn die Moderatoren sich selbst so als Reportageobjekt darstellen. Und sie hatten ja wirklich auch mal schön zwei Pole tatsächlich mal. Und nicht auf jeden. Zwei Pseudopole, die eigentlich genau dasselbe wollen. Ja. Was wahrscheinlich wirklich daran liegt, dass es ein relativ unpolitisches Thema ist, ne? Abwechslung mal. Ja. Gott sei Dank. Jo. Ich muss sagen, wie ich hier so drüber schaue über den Kanal Follow Me Webbot, das sind generell eher unpolitische Themen. Na, das ist doch schön. Ist sogar ganz angenehm. Also, ich glaube, das werden wir immer mal wieder einschieben. Ja, auch das war ganz gut. Ja, man braucht immer zwischendurch mal so eine Therapie. Wenn man so harten politischen Kram hat, dann braucht man auch mal was. Was angenehm ist. So ein bisschen bezahlte Seelenhygiene. Bezahlt ja, genau. EZ, genau. Aber immer noch bezahlt für uns selbst. Ja. Richtig. Tja, liebe Leute, schreibt doch gerne mal eure Dating-Erfahrung schlussendlich. Darum ging es ja hier. Ne? Mhm. Und wie ihr diese Dating-Apps findet. Und ja, bis dahin, gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.